Ja. Aktionen wie diese heute hier vom Bundeskanzleramt, wie wichtig ist das? Wie viele Journalisten sitzen in Aserbaidschan im Gefängnis? Im Moment sitzen in Aserbaidschan mindestens 3 Journalisten und 4 Blogger im Gefängnis wegen ihrer Arbeit, muss man dazu sagen. Einige weitere, die auch politische Aktivisten sind, kommen noch dazu. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer, wenn aserbaidschanische Politiker, speziell der Präsident, hier sind, und das ist ziemlich oft der Fall, dass man an solche Leute erinnert. Aserbaidschan versucht immer, sich als weltoffenes, modernes Land darzustellen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die deutsche Öffentlichkeit immer wieder erinnert wird, dass darunter gleichzeitig etwas ganz anderes stattfindet, nämlich eine ziemlich gnadenlose Repression. Jetzt vor kurzem wurde eine Journalistin freigelassen nach fast anderthalb Jahren im Gefängnis, Khadija Ismailova. Selbst die ist nicht freigesprochen worden, sondern nur auf Bewährung frei. Sie darf nicht reisen, und viele andere, die eben weniger bekannt sind, sitzen weiter in den Gefängnissen und bekommen auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, an die zu erinnern. Glauben Sie auch, dass es heute Thema ist? Das ist schwer zu sagen. Also Frau Merkel sagt immer wieder, dass sie solche Dinge auch anspricht, dass sie Menschenrechtsverletzungen, Probleme der Pressefreiheit anspricht. Ich glaube ihr das grundsätzlich auch. Die Frage ist immer, wie konkret das ist, ob da sehr allgemein darüber gesprochen wird oder ob man wirklich über konkrete Fälle spricht, konkret anspricht. Hier diesen Fall gibt es, warum ist der eigentlich im Gefängnis? Der wurde selbst nur zusammengeschlagen und jetzt sitzt er im Gefängnis wegen Aggression. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das nicht nur so als lästiges Ritual in solche Besuche einbaut, sondern tatsächlich kritisch miteinander umgeht und deutlich macht, dass da was nicht stimmt. Ich kann gar nicht hier. Ich kann rein. Bei den anderen Kumpels gibt es auch nicht.